Auf den Seiten 88 bis 89 von The Ministry of Healing, der Dienst der Heilung, sagt Ellen geweiht, im Falle von Krankheit sollte die Ursache ermittelt werden. Unhygienische Verhältnisse sollten geändert und falsche Gewohnheiten korrigiert werden. Dann muss die Natur in ihren Bemühungen unterstützt werden, Verunreinigungen zu beseitigen und den Körper wieder in einen normalen Zustand zu versetzen. Und können Sie sich vorstellen, dass Wassertherapien dabei eine wichtige Rolle spielen können? Nun wurde mir eine Frage zum Prolaps gestellt. Können Sitzbäder bei einem Prolaps helfen? Auf jeden Fall. Aber, wie Sie sich vorstellen können, erfordert es ein wenig Arbeit. Aber die Vorteile überwiegen bei weitem die Mühe, die man dafür aufwendet. Aber hier ist etwas Nützliches über Prolaps zu wissen. Barbara, was ist ein Prolaps? Es kann ein Prolaps des Dickdarms oder der Gebärmutter sein. Wir kämpfen ständig gegen die Schwerkraft an, die uns immer wieder nach unten zieht. Und wenn jemand eine starke innere und Bauchmuskulatur hat, wird er keinen Prolaps haben. Und Wärme- und Kältebehandlungen können die Muskeln durchaus wiederbeleben. Aber das wirklich Wichtigste ist Bewegung. Und Muskeln kennen kein Alter. Das heißt, ob sie 9 oder 90 Jahre alt sind, sie können starke Muskeln haben. Aber ein altes Mittel gegen einen Prolaps ist folgendes. Sagen wir, das ist ein Sessel. Und du legst ein Brett darauf. Ein Brett wie dieses. Und dort ein Kissen. So. Jetzt muss ich das reparieren, ich werde es ein bisschen kleiner machen. Du legst also ein Kissen hier hin und die Person legt sich so hin. Und sie wird sehr glücklich sein, denn das wird sie korrigieren. Entschuldigung, ich habe es nicht richtig gezeichnet. Und der Körper kommt hier hin. Die Knie sind dort. Und dann gehen die Füße so runter. Sonntag, okay? Kannst du dir vorstellen, was mit deinem Prolaps passiert? Er korrigiert sich selbst. Und oft reicht es aus, wenn die Person 10 Minuten am Tag auf dem Brett liegt. Wenn es schwerer ist, 10 Minuten zweimal am Tag. So wie ich es gezeichnet habe, sieht es sehr steil aus. Man könnte es sicherlich noch ein bisschen absenken. Der Kopf liegt normalerweise auf dem Kopfkissen. Zeichnen Sie ihn besser richtig. Und manche Leute lesen ein Buch. Oder sie hören schöne Musik oder etwas Ähnliches. Ob Dickdarmvorfall oder Gebärmuttervorfall, es ist also dasselbe. Erinnern Sie sich, dass ich gesagt habe, dass Sie nächste Woche Programme für Menschen machen werden? Und von allem, was ich Ihnen hier zeige, werden Sie hier und da ein wenig mitnehmen. Bei einem Prolaps brauchen wir natürlich lebhaftes Blut, um zu heilen. Wir wollen also sicherstellen, dass wir gut hydriert sind und uns nahrhaft ernähren. Schlafen Sie jede Nacht acht Stunden lang ausgiebig. Und wie Sie sehen werden, keine Stimulantien, die dem Körper Mineralien entziehen. Nehmen Sie ein Sonnenbad, legen Sie sich jeden Tag in die Sonne. Es mag schön sein, sich auf dem Schrägbrett in die Sonne zu legen und dabei auch etwas frische Luft zu bekommen. Aber auch draußen zu liegen und den Bauchbereich der Sonne auszusetzen, ist hilfreich. Je dunkler die Haut, desto mehr Sonne können Sie abbekommen, wie wir sehen werden, wenn wir uns mit dem Thema Sonnenlicht beschäftigen. Und wenn Sie von den Ergebnissen begeistert sind, können Sie das natürlich dreimal am Tag tun. Man darf es nicht übertreiben, aber ich glaube nicht, dass sich jemand länger als 10 Minuten so hinlegen möchte. Und noch etwas, habt Erbarmen mit mir in diesem Fall. Ich bin kein guter Zeichner. Sagen wir, das ist ihr Bett. Und nehmen wir an, dass sie jeden Abend, während sie zu Gott beten, diese Position einnehmen. Wenn Sie in dieser Position sind, was passiert dann mit Ihren inneren Organen? Können Sie sehen, dass sie herunterhängen? Und dann, wenn Sie mit dem Beten fertig sind, drehen Sie sich einfach um und schlafen ein. Wissen Sie, was das bedeutet? Ihre inneren Organe sind die ganze Nacht über in dieser Position. Und wenn Sie aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, ist es eine gute Idee, noch einmal in dieser Position zu beten. Wahrscheinlich müssen Sie nur etwa fünf Minuten in dieser Position bleiben, um sicherzugehen, dass die inneren Organe an ihrem Platz sind, und sich dann hinlegen und schlafen gehen. Sie können natürlich auch länger in dieser Position bleiben. Es gibt also einige sehr einfache Dinge, die man bei einem Prolaps tun kann. Man muss sich nur ein bisschen Zeit nehmen. Wissen Sie, was wir herausgefunden haben, und eine Frau hat das bezeugt. Sagen wir einfach, dass ihr Prolaps normalerweise nach etwa einer Stunde wieder zurückging. Als sie damit anfing, blieb sie 53 Minuten drin. Am nächsten Tag blieb sie 55 Minuten drin. Am nächsten Tag fiel sie stündlich heraus. Verstehen Sie, was das bedeutet? Jedes Mal, wenn sie es tat, blieb sie ein bisschen länger drin. Nun stellen Sie sich das einmal einen Monat lang vor. Ein paar Minuten jeden Tag, einen Monat lang, wo er immer länger drin bleibt. Und so funktioniert es. Und ein paar alte Frauen, die bereits verstorben sind, haben mir erzählt, dass sie auf diese Weise ihre Polapse geheilt haben. Denn die Option ist heutzutage, dass man operiert und ein Netz einsetzt. Und es gibt viele Berichte von Menschen, die durch dieses Netz geschädigt worden sind. Und was ist mit Fieber? Bei Fieber sollten wir uns drei Dinge merken. Nummer eins, es ist dein Freund. Wer hat den Körper geschaffen, um Fieber zu haben? Gott war es. Es ist eine natürliche Reaktion des Körpers, Fieber. Denken Sie also daran: Fieber ist Ihr Freund, es hat einen Zweck. Es hat einen Zweck. Was ist sein Zweck? Wusstest du, dass der Körper, wenn er sich erhitzt, doppelt so viele weiße Blutkörperchen produziert? Der Kreislauf bewegt sich viel schneller durch den Körper. Und was bedeutet das? Dem Körper stehen mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe und mehr Wasser zur Verfügung. Es werden mehr Abfallstoffe ausgeschieden. Zweitens. Übrigens, intensive Hitze hat die Fähigkeit, einige schädliche Mikroben im Körper abzutöten. Wasser löscht das Feuer. Und ich werde Ihnen einige einfache Behandlungen zeigen, die mit dem Körper zusammenarbeiten, um die Erholung des Körpers von Fieber zu beschleunigen. Nummer 3. Wenn der ganze Unrat verbrannt ist, wird das Feuer gelöscht. Wenn also das Fieber zurückkommt, dann deshalb, weil der Körper es braucht, um wiederzukommen. Und wenn es sieben Tage lang jeden Tag zurückkommt, nun, er hat immer noch Arbeit zu erledigen. Wenn die Arbeit getan ist, wird das Feuer gelöscht. Das Feuer geht aus. Denn was sagt man uns? Sie sagen uns, dass Fieber ein Feind ist. Als ich zwei Wochen in Quarantäne war, rief mich die Krankenschwester jeden Tag an: Haben Sie eine Erkältung, Halsschmerzen oder Fieber? Ich sagte: Nein, 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 nein und nein. Und ich glaube, wenn ich es hätte, würde ich es ihr nicht sagen. Ich würde nicht lügen, denn lügende Lippen sind ein Gräuel für Gott. Aber manchmal muss man doch nicht alles sagen, oder? Wenn Sie mich fragen, werde ich natürlich ehrlich sein. Wasser löscht also das Feuer. Es ist absolut wichtig, dass Sie gut hydriert sind. Denn wenn man Fieber hat, schwitzt man viel mehr und verliert daher auch viel mehr Wasser. Und denken Sie daran, dass Schweiß salzhaltig ist, was brauchen Sie also noch? Etwas keltisches Salz. In der Kirche gibt es manchmal ältere Damen, die den Kindern Süßigkeiten geben. Wissen Sie, was ich mache? Ich gebe ihnen Salz. Normalerweise habe ich ein kleines Gefäß mit Salz dabei. Meine Enkelkinder gehen zu meiner Tasche, wir haben etwas Salz. Und wissen Sie, was sie tun, sobald sie das Salz gegessen haben? Sie trinken Wasser. Und manchmal sage ich zu meinen Enkelkindern, wenn Sie ein halbes Glas Wasser getrunken haben, können Sie ein bisschen Salz essen und dann den Rest trinken. Ich sage zu Ihnen, habt ihr heute Morgen euren Garten gegossen? Ja, Oma, wir haben unseren Garten gegossen, antworten Sie mir. Die Hälfte meiner Enkelkinder nennt mich Nana, die andere Hälfte Oma. Das ist es also, was ein Fieber macht, und es ist wichtig, das zu verstehen. In unserem Misty Mountain Health Retreat regen wir jeden Nachmittag ein Fieber an. Das passiert in der Dampfsauna. Wir regen das Fieber an. Und Fieber wird seit tausenden von Jahren in ganz Europa zur Krankheitsbekämpfung eingesetzt. Außerdem regt Fieber das Knochenmark an, mehr weiße Blutkörperchen zu produzieren. Und es gibt fünf verschiedene Arten von weißen Blutkörperchen. Wir haben Neutrophile. Und Neutrophile machen, glaube ich, etwa 60% der weißen Blutkörperchen aus. Sie sind diejenigen, die den Krankheitserreger umgeben und ihn mit Peroxid, Wasserstoffperoxid abtöten. Und sie geben im Grunde ihr Leben auf. Und das ist es, was ausgeschieden wird. Die toten weißen Blutkörperchen, das sind alle neutrophilen Granulozyten, die gerade ihr Leben für dich aufgegeben haben. Und dann gibt es noch Monozyten. Und du hast Leukozyten. Nein, Lymphozyten, Entschuldigung. Leukozyten ist die Bezeichnung für alle weißen Blutkörperchen, ich meinte Lymphozyten. Lymphozyten sind die weißen Blutkörperchen, die in ihrem Lymphsystem produziert werden. Das Lymphsystem beseitigt Abfallstoffe aus dem Gewebe, darauf werden wir später in dieser Woche noch genauer eingehen. Wenn die Lymphozyten Gewebetrümmer entfernen, wandern sie zurück in die Lymphknoten, wo sich die Lymphozyten befinden. Aber sie haben auch Lymphozyten, die in ihrem Blut herumschwimmen. Die Lymphozyten sind die Aufklärer, die immer auf der Suche nach Problemen sind. Sie sagen den Neutrophilen, dass es hier ein Problem gibt, dass wir ein Problem im Finger dieses Mannes haben, dass wir hier ein Problem haben, dass wir ein Problem in der Lunge haben, was weitere Zellen in das Gebiet lockt. Und die Basophilen sind die anderen weißen Blutkörperchen und die Eosinophilen. Eosinophile machen etwa 2% aus. Die Basophilen machen etwa 3% aus. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Prozentsatz für die anderen finden. Und ich denke ich kann das indirekt tun. Ich denke also, wenn dies 15% sind, dann sind das 20%, richtig? Ist meine Berechnung richtig? Sind hier Mathematiker im Raum? Nun, das ist in etwa die Anzahl der weißen Blutkörperchen, die wir haben, und denken Sie daran, dass das Ihre innere Armee ist. Wir hören viel über das Immunsystem, nicht wahr? Wenn Sie eine Erkältung haben oder ein Problem in Ihrem Körper, dann gibt es mehr weiße Blutkörperchen. Und wenn jemand sagt, ich habe eine Erkältung, mein Immunsystem muss schwach sein, das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, Sie haben eine Erkältung, weil Ihr Immunsystem stark ist. Sehen Sie, die Leute sagen so etwas, aber sie wissen nicht, was es bedeutet. Und gerade das Fieber erhöht die Anzahl der weißen Blutkörperchen, die helfen, alles zu bekämpfen, was in ihrem Körper vorgeht. Unser Körper ist darauf ausgelegt, sich selbst zu heilen. Wir haben ein erstaunliches Immunsystem. Aber manchmal können die Eosinophilen zu hoch werden. Und Eosinophile sind die Transporteure von Histamin. Und wenn jemand zu viel Histamin in seinem Körper hat, was gibt man ihm dann? Antihistaminika? Entschuldigung, hier sollte ein A stehen, oder? Dieser Anstieg ist auf eine Allergie zurückzuführen. Wenn jemand erhöhte Histaminwerte hat, ist das eine Reaktion des Immunsystems auf eine Allergie. Und es gibt fünf häufige Allergien. Und Sie werden feststellen, dass diese fünf häufigen Allergien bei vielen Krankheiten eine Rolle spielen. Erdnüsse, und erinnern Sie sich, was wir heute Morgen gesagt haben, es ist nicht wirklich die Erdnuss, was ist es? Es ist der Schimmelpilz in der Erdnuss. Nummer 2. Milchprodukte Es gab nicht so viele Milchallergien, als die Milch noch von Biokühen stammte. Aber ich muss Ihnen sagen, dass wir das einzige Lebewesen sind, das die Milch eines anderen Lebewesens trinkt, oder? Und Milch ist für Säuglinge gedacht. Wenn man mich also fragt, welche Milch trinkst du, sage ich, ich bin abgestillt, ich habe Zähne, ich esse feste Nahrung. Und Nummer 3 ist Weizen. Ich werde darauf in einigen anderen Vorträgen näher eingehen, aber in den 1950er Jahren wurde Weizen gekreuzt. Er wurde intensiv gekreuzt, um eine Pflanze mit einem hohen Kornertrag zu erzeugen. Warum hat man das getan? Angeblich wollte man damit die Hungerkrise in Afrika, Indien und Mexiko bekämpfen. Tatsächlich wurde die Forschung hauptsächlich in Mexiko betrieben. Und als sie diese Weizenpflanze mit dem hohen Kornertrag zum ersten Mal herstellten, brach der Halm, bevor sie ihn ernten konnten, weil der Ertrag zu hoch war. Also haben sie die Pflanze umgebaut und deshalb wächst der Weizen heute nur noch bis zu dieser Höhe. Und er hat einen dicken Halm, damit er den hohen Kornertrag tragen kann. Barbara, gibt es eine Stängelverkürzung? Ja, er ist kürzer. Barbara, ich vermute, sie verwenden eine Chemikalie, um die Heime zu kürzen. Oh ja, und es gibt auch eine Chemikalie, die ihr Wachstum hemmt. Was kommt also noch hinzu? Wir haben auch noch eine Chemikalie dazu. Und das ist der Weizen, der heute verwendet wird. Er wurde im Eilverfahren ohne Sicherheitsstudien eingeführt. Barbara. Und weil das Wurzelgeflecht nicht mehr so tief in den Boden geht, nimmt es nicht mehr so viele Nährstoffe aus dem Boden auf. Das stimmt, sie nehmen nicht mehr so viele Nährstoffe auf. Ein weiterer Faktor ist, dass sie normalerweise mit Glyphosat oder Roundup angebaut wird. Diese Chemikalien hemmen die Mikroben im Boden und verhindern so, dass die Mikroben Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen und an die Pflanze weitergeben können. Es gibt also viele Probleme mit dem heutigen Weizen. Im Buch Mäßigung Kapitel 2, Seite 2, beschreibt Ellenweit, wie Satan und seine Engel eine Konferenz abhielten, um zu überlegen, was das größte Elend wäre, das sie der Menschheit zufügen könnten. Und Satan selbst schmiedete einen Plan. Er sagte, er würde die Frucht des Weinstocks verwenden. Und wir wissen, welches Elend der Alkohol verursacht hat. Und er würde auch Weizen und andere Produkte, die als Nahrungsmittel verwendet werden, benutzen. Weizen ist das einzige Nahrungsmittel, das dort erwähnt wird. Das wurde 100 Jahre vor der Hybridisierung des Weizens geschrieben. Im Allgemeinen hatte der von Gott geschaffene Weizen eine sehr zarte oder fragile Protein- oder Glutenstruktur. Das macht ihn sehr leicht verdaulich. Ich weiß nicht genau, wann, aber wahrscheinlich vor ein paar tausend Jahren, kreuzte sich dieser ursprüngliche Weizen namens Einkorn wild mit einem Ackerunkraut und brachte die Weizensorte Emma hervor. Siehst du jetzt, dass er nicht so zerbrechlich ist? Und dieser Emma ist der Weizen, der intensiv gekreuzt wurde. Und das Ergebnis war ein Hybridweizen. Und die Glutenstruktur des Hybridweizens ist unglaublich komplex. Fast nur ein gusseiserner Magen kann sie aufspalten, und es gibt nicht viele gusseiserne Mägen da draußen. Und wenn sie es weiter essen, wird es bald nicht mehr so stark sein. Wenn das Mehl nun in Sauerteig verwandelt wird, also in eine Kultur, baut dieser Prozess das Protein oder Gluten im Getreide ab und macht es weniger komplex. Sauerteigbrot ist fast so, als würde man vorverdautes Getreide essen, denn das Eiweiß ist bereits aufgespalten. Und erst seit der industriellen Revolution haben die Menschen begonnen, Sauerteigbrot herzustellen. Davor war alles Brot auf der ganzen Welt Sauerteigbrot. Stellen Sie sich die Israeliten in der Wüste vor. Einmal im Jahr, zum Passerfest, mussten sie den Sauerteig aus ihren Häusern entfernen. Was war Sauerteig? Es war Sauerteig-Sauerteig. Barbara, einmal im Jahr? Ja, zum Passerfest. Barbara, ich habe gehört, dass der Sauerteig über Generationen aufbewahrt wurde. Ja, das stimmt. Nach der Woche, wenn sie ihren Sauerteig herausnahmen, liefen sie nach draußen und nahmen ihre kleinen Starter, gaben etwas Mehl und Wasser darauf, um sie wieder zu beleben, und fingen wieder an, Brot zu backen. Und in 1. Korinther 5,6 sagt die Bibel, Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das bezieht sich auf den Sauerteig. Und ich glaube, im Lukasevangelium erzählt Jesus ein Gleichnis über das Himmelreich, das mit einer Frau vergleichbar ist, die ihren Sauerteig nahm und ihn in den Teig gab und den ganzen Teig säuerte. Die Bibel bezieht sich also auf Sauerteigbrot. Einige Leute haben zu mir gesagt, aber Ellen White hat gesagt, wir sollen kein Sauerteigbrot essen. Ich frage sie, wo steht das? Ellen White sagt, dass Brot nicht schwer und sauer sein soll, sondern leicht und süß. Sie redet nicht von Sauerteigbrot. Sie spricht von Brot, das zu sehr aufgegangen ist und schwer und sauer geworden ist. Entschuldigen Sie, Barbara, ich möchte nur einen Punkt ansprechen. Als sie den Weizen verarbeiteten, waren meine Eltern Großbauern in Kenia. Sie taten es nicht, um den Afrikanern zu helfen. Sie taten es im Rahmen des neuen liberalen Denkens, damit sie alles für die Afrikaner aufbrauchen konnten. Meine Eltern waren, wie ich schon sagte, Großbauern. Alles hat aufgehört. Wir bauten in dieser Region Weizen, Sonnenblumen und andere Produkte an. Konntest du dein Saatgut behalten? Ja, Barbara, aber jetzt ist alles so manipuliert worden dass es nicht mehr wie früher angebaut werden kann und auch der Boden ist sehr ausgelaugt. Es stimmt, der Boden ist ausgelaugt. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Das ist absolut wahr. Und zusätzlich zu dem, was sie dort in Afrika getan haben, kommen die Pharmakonzerne und experimentieren an Afrikanern, mehr als in jedem anderen Land. Kein Wunder, dass die Afrikaner krank sind. Der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen und sie werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie getan haben. Barbara, das ist es, was uns tröstet. Ja, das ist es. Nun zum Dinkel. Das Dinkelkorn ist eine wilde Kreuzung aus diesem Emmerweizen. Dinkel hat also eine weniger komplexe Proteinstruktur. Und wenn dieser Dinkel zu Sauerteig verarbeitet wird, verwandelt der Sauerteig ihn wieder in seine ursprüngliche zerbrechliche Struktur. Wenn Sie also Brot essen, sollte es aus alten Getreidesorten und Sauerteig hergestellt sein. Sie werden oft als alte Getreidesorten bezeichnet. Sauerteig ist am besten, weil er das Getreide viel besser verdaulich macht. Haben Sie schon einmal von Lektinen gehört? Wir werden in einem anderen Vortrag über Lektine sprechen. Lektine sind ein Pflanzenbestandteil. In unreifen Früchten ist ihr Anteil im Allgemeinen hoch, in reifen Früchten niedrig. Aber Weizen ist reich an Lektinen. Der Sauerteigprozess tötet jedoch Lektine ab. Das ist also die beste Art, ihn zu verzehren. Barbara, ich weiß nicht, ob Sie damit experimentiert haben. Ich meine die Mehle in den Teigen beim Brotbacken, wir haben es mit Vollkornmehl versucht, aber es ist viel schwieriger als mit Weißmehl. Und entschuldigen Sie bitte, vielleicht erklären Sie es, wenn wir über Weizen sprechen. Nun, ein anderer Aspekt hat mit den Mehlen selbst zu tun, es hängt viel vom Mahlverfahren ab. Man kann Vollweizen zu einem sehr feinen, hellen Mehl mahlen, aber oft ist der gekaufte Vollweizen nicht fein gemahlen. Es ist also ein bisschen schwieriger. Aber wir, also ich kaufe 5 Kilo sowohl von Weißem Dinkel als auch von Vollkorn Dinkel und ich mache normalerweise beides und das ergibt einen guten Teig für Brot. Nun, wir sehen uns die 5 häufigsten Allergien an und das ist der Grund, warum Weizen ein Allergen ist. Es ist nicht der Weizen, den Gott geschaffen hat. Der wurde verändert. Und das andere ist Haferflocken. Haferflocken sind ein weiteres Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Lektinen. Wenn Lektine in ihr Blut gelangen, verstärken sie den Entzündungsprozess. Traditionell haben die Schotten, die ihren Hafer lieben, die Flocken eingeweicht, manchmal sogar zwei Tage lang. Durch das Einweichen wurde sogar ein gewisser Gärungsprozess in Gang gesetzt und die Haferflocken waren viel leichter zu verdauen. Das andere häufige Allergen ist raffinierter Zucker, denn er ist wirklich eine giftige Droge. Er ist eine reine Säure. Und wegen seines hohen Zuckergehalts kann er jede Entzündung im Körper anheizen. Wenn also jemand ein gesundheitliches Problem hat, Beginne ich normalerweise mit den fünf häufigsten Allergenen. Aber besonders bei allergischen Reaktionen wie Heuschnupfen. Aber ich sage den Leuten, wenn man diese Lebensmittel weglässt, kann es zwei Monate dauern, bis man ein Ergebnis sieht. Man kann eine Scheibe Brot essen, die innerhalb von 24 Stunden den Körper verlässt, aber die Wirkung kann bleiben. Es ist also wichtig, die Leute zu warnen und auf dem Kalender zu vermerken, wann man damit begonnen hat. Und dann zwei Monate lang beobachten. Eine Frau kam zu mir, deren Baby ein Eczem hatte, und da das Baby zu 100% gestillt wurde, setzte ich mich mit ihr zusammen und schlug ihr vor, dieser Allergin nicht mehr zu essen. Sie nahm die Allergin nicht mehr zu sich. Nach einem Monat sagte sie, mein Baby hat immer noch Eczeme. Ich sagte, ja, jetzt warte einfach noch ein bisschen. Es braucht Zeit. Wir sollten nicht müde werden, Gutes zu tun. Wir werden ernten, wenn wir nicht ohnmächtig werden. Genau zwei Monate später schickte sie mir ein Bild von ihrem Baby und die Haut war wunderschön. Es braucht also Zeit. Wenn man nun einen Monat lang aufhört, dies zu konsumieren und eine Scheibe Brot isst, was dann? Dann steht man wieder am Anfang. Man muss die zwei Monate wieder von vorne beginnen. Vor allem Kinder, die Eczeme oder Heuschnupfen haben, reagieren also immer auf die Beseitigung dieser Allergien. Und das ist nicht unbedingt für immer. Wenn das Problem einmal überwunden ist, kann die Person vielleicht hin und wieder Haferflocken oder Weizen essen. Wer sagt ihr, wann? Die Reaktion des Körpers. Die Reaktion ihres Körpers. Achten Sie also auf die Reaktion. Barbara, können Sie uns ein paar Beispiele nennen, was man stattdessen essen kann? Das ist eine sehr gute Frage und das ist ein sehr guter Punkt. Für die Liebhaber von Erdnussbutter gibt es Mandelbutter, Cashewbutter und in Australien sogar Macadamiabutter. Das sind also die Alternativen. Und was die Milchprodukte angeht, wofür verwenden Sie Milchprodukte? Normalerweise in Müsli und in Tee und Kaffee. Nun, wir haben Sie bereits über Tee und Kaffee belehrt, dass es besser ist, sie wegzuwerfen und vielleicht ein besseres Frühstück zu wählen, wie wir es heute Morgen hatten. Ein anderes Frühstück. Und wenn jemand etwas Milch dazu geben möchte, kann er Kokosmilch verwenden oder seine eigene keschermilch herstellen. Drittens, Weizen. Eine ausgezeichnete Alternative zu Weizen ist Dinkel. Aber ich weiß, dass man Dinkel in Amerika bekommen kann. Und man kann auch Kamut- oder Johassan-Weizen bekommen. Ich weiß nicht, ob es mit einem M oder mit zwei M geschrieben wird. Und das sind alles wilde Hybriden des ursprünglichen Weizens. Und auch ein Korn. Das ist der ursprüngliche Weizen. Und ich weiß, dass man ihn in Amerika an einigen Orten bekommen kann. Und Emma Weizen. Wir haben in der Stadt, in der wir unser Essen kaufen, eine deutsche Bäckerei gefunden, die Emma Sauerteigbrot verkauft. Und es ist köstlich. Sehr lecker. Also, hier sind einige der Körner, die Sie anstelle von Weizen verwenden können. Was können Sie also anstelle von Haferfürken tun? Entschuldigen Sie, Barbara, wäre das ein Korn? Ja, ein Korn. Nun, ich habe gesehen, dass manche Leute es Ankenkorn nennen. Und in manchen Büchern wird es ein Korn genannt. Ich habe immer Ankenkorn gesagt, und dann habe ich ein Buch gelesen, in dem es Einkorn genannt wurde. Also, nun, Einkorn. Das Müsli, das wir in unserem Gesundheitsretreat verwenden, enthält keine Haferflocken, weil wir keine dieser allergenden Lebensmittel in unserem Retreat verwenden, und wenn jemand sagt, aber ich liebe Haferflocken und sie sind gut für mich, wissen Sie, was ich dann sage. Esst Haferflocken? Ihre beste Antwort ist ihr eigener Körper. Manche Menschen vertragen es, manche nicht. Damit unsere Köchin nicht für den einen und für den anderen kocht, lassen wir sie einfach weg, damit die Köchin Essen zubereiten kann, das jeder essen kann. Statt Haferflocken haben wir also Buchweizen eingeweicht und festgestellt, dass man ihn nur etwa zwei Stunden lang einweichen kann. Er wird klebrig, man muss ihn gut abspülen und dann 24 Stunden lang dehydrieren. Und dann ist er knusprig. Und das ergibt ein sehr gutes Müsli. Barbara, kann man das Müsli im Ofen oder nur im Dörgerät trocknen? In einem Dörgerät. Wenn Sie es im Ofen machen, müssen Sie versuchen, die Temperatur auf etwa 100 Grad Celsius zu senken. Und es in kaltem Wasser einweichen, obwohl die meisten Öfen nicht unter 100 Grad Celsius gehen. Unser Ofen, mein Ofen, geht nicht unter 120 Grad. Das ist also ein bisschen hoch. Aber haben Sie den Holzherd in der Ecke gesehen? Das war zwölf Jahre lang meine Küche, als ich im Regenwald lebte. Und er konnte auf der Heizung unten ordentlich dehydrieren. Also ja, um es im Ofen zu machen, muss man eine sehr, sehr niedrige Hitze haben. Wenn Sie abwechselnd ein Püree machen wollen, können Sie auch Hirsepüree machen. Hirse ergibt ein köstliches Püree. Und Hirse ist ein Getreide, das überhaupt keine Lektine enthält. Aber idealerweise sollten Sie geschälte Hirse kaufen. Und Sie wissen vielleicht, dass sie für jede Tasse Hirse etwa drei Tassen Wasser brauchen, nicht wahr, Kesper? Sie braucht sehr viel Wasser. Und wenn man nicht genug Wasser hinzufügt, ist sie zu trocken. Und sie soll schön weich sein, wie pürierte Haferfirken. Wir servieren Hirse bei unseren Einkehrtagen mit Bratäpfeln, Obstsalat, Birnen und Kokosnusscremes mit Garnierungen obendrauf und unsere Gäste lieben es. Wir mögen es also, und das ist etwas, woran man sich erinnern sollte, dass das Essen, das man auf seinen Exerzitien serviert, den Gästen beibringt, wie sie essen sollen, wenn sie nach Hause gehen, welche Alternativen sie haben können. Barbara, ich habe eine Frage zu den Symptomen, das heißt zur Reaktion des Körpers auf Weizen oder Hafer. Ich stelle fest, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie ein Problem damit haben, weil sie nicht wissen, welche Symptome das verursacht. Guter Beitrag, Sie haben so recht, und das ist ein guter Punkt. Die beiden häufigsten Symptome sind Gehirnnebel und Blähungen, und viele Menschen leben so. Und wo will der Teufel uns angreifen? Dort, wo wir mit Gott kommunizieren. Ich sage immer, dass ich den Menschen eine Herausforderung gebe, und dies ist eine gute Herausforderung für ihre Gesundheitsgäste. Sie haben gerade eine Woche ohne diese Lebensmittel bei Ihnen verbracht. Jetzt müssen sie noch einmal fünf Wochen auf dieselbe Art und Weise verbringen. Die Herausforderung besteht also darin, aufzuhören. Zwei Monate lang auf diese Lebensmittel zu verzichten, und ich möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie das bei sich selbst tun. Denn dann werden Sie eine Geschichte zu erzählen haben. Also hören Sie für fünf Wochen auf, entschuldigen Sie, es sind zwei Monate. Ich habe also nicht richtig gerechnet, oder? Und ich schaue hier meinen Mathematiker an. Wenn Sie eine Woche Pause machen, fehlen Ihnen sieben Wochen. Oh, mein Mann wäre entsetzt. Er prüft immer meine Rechenkünste, die manchmal nicht besonders gut sind. Er sagte, meine Mathematik sei ein einziges Chaos. Mein Mann ist mein härtester Kritiker, aber ich weiß, wenn ich ihn überhole, kann ich jeden überholen. Manchmal, wenn ich spreche und etwas sage, steht er mit Stift und Papier im Hintergrund und ich denke, oh mein Gott, was habe ich gesagt? Und er wird es mir getreulich erzählen. Barbara, bei den Haferflocken ist also das Lektin das Problem? Es scheint so zu sein. Nun, es scheinen mehrere Dinge zu sein. Erstens sind sie nicht gar genug gekocht. Manche Leute sagen, das ist in Ordnung, denn ich esse schnelle Haferflocken oder vorgekochte Haferflocken. Wussten Sie, dass es nicht anders ist? Es ist nicht anders. Denn die Stärke wird bei diesem Prozess nicht abgebaut, aber wenn man sie fermentiert oder lange einweicht und kocht, werden die Lektine deaktiviert. Ich habe festgestellt, dass nicht so viele Menschen Probleme mit Hafer haben wie mit Weizen, aber ich würde es vorziehen, ihn nicht in unseren Retreats zu verwenden. Und noch einmal, wenn die Leute sie lieben und es ihnen gut geht, wenn sie zu Hause sind, können sie es sicherlich tun. Aber die beiden Körner, die keine Lektine enthalten, sind Hirse und Sorghum. Traditionell wurde Sorghum nur zur Fütterung von Kühen angebaut, aber dann entdeckte man, dass es glutenfrei ist. Und haben Sie in Australien schon von Weetbix gehört? In Australien ist die Sanatorium Health Food Company, ein Unternehmen der siebenten Tags Adventisten, berühmt für ihr Weetbix. Sie stellen ein glutenfreies Wetbix her, das aus Sorghum hergestellt wird. Aber jetzt kann man auch Sorghummehl bekommen. Es ist also gut zu wissen, dass Sorghummehl glutenfrei ist und zum Backen verwendet werden kann, oder? Barbara, wie lange sollte man Hirse kochen? Hirse ist normalerweise in mindestens 50 Minuten gar. Barbara, bei mir dauert es etwa zwei Stunden, und dann mache ich eine kleine Beckschachtel und lege sie da rein, ich lege auch den Reis da rein. Kochst du ihn so lange? Nein, Barbara, ich koche ihn nur 20 oder 30 Minuten und dann gebe ich ihn in eine Schaumstoffdose oder so etwas in der Artikel. Das ist richtig, das ist richtig. Und dann muss es da ein paar Stunden drin bleiben. Das ist wie bei deinem Slowcooker. Hast du schon mal von Instantpots gehört? Ich weiß, dass meine Tochter einen Instantpot hat, aber man kann einen Schnellkochtopf oder einen Slowcooker verwenden. Aber eine Frau, die ich kenne und die viele Kinder hat, macht Hirse über Nacht im Schnellkochtopf, wäscht sie dann, spült sie ab, kocht die Bohnen, spült sie wieder ab und gibt die gekochten Bohnen und das ganze Gemüse dazu, und das ist ihr Mittagessen. Sie erzählte mir, dass sie ständig ihren langsamen Kocher benutzt. In diesem Bereich der Allergien sind dies die fünf am häufigsten vorkommenden. Wenn also jemand eine Allergie hat, kann es eine Allergie gegen Schimmelpilze sein, eine Allergie gegen Chemikalien oder eine Allergie gegen bestimmte Lebensmittel. Und dies sind die häufigsten Lebensmittelallergene. Barbara, wir wissen, dass die Industrie etwas in Bezug auf Weizen unternommen hat, wie wir bereits besprochen haben, aber hat die Industrie auch etwas in Bezug auf Hafer unternommen? Nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich wüsste, aber traditionell wurde Hafer immer lange gekocht, während man ihn heutzutage kaum noch kocht. Barbara, ich habe mich über den Zucker gewundert, auf den sich Ellenweit bezog, als sie darüber schrieb, dass man, wenn man Obst für den Winter aufbewahrt, ein wenig Zucker verwenden kann gerade genug, um es haltbar zu machen. Und sie sagte, so zubereitet ist eingemachtes Obst ein ausgezeichneter Ersatz für frisches Obst. Ich lebe auf einer Obstfarm und wir konservieren eine Menge Obst, deshalb denke ich oft darüber nach und frage mich, ob das in Ordnung ist. Nun, das Süßungsmittel, das ich beim Einmachen von Obst verwende bzw. verwendet habe, war Palmzucker. Haben Sie schon einmal von Palm- oder Kokosnusszucker gehört? Ich weiß, dass man ihn jetzt in Verpackungen im Supermarkt kaufen kann, und er ist der kristallisierte Nektar der Palmblume. Er wurde also nicht wie Zucker raffiniert und enthält keine Chemikalien. Ich weiß, dass in Australien eine Menge Chemikalien verwendet werden, um Zuckerrohr anzubauen. Es gibt aber auch Rapadura-Zucker, einen Bio-Rohrzucker, der einfach aus getrocknetem Zuckerrohrsaft besteht. Der ist natürlich auch ein bisschen raffiniert. Barbara, was ist mit Honig? Ja, Honig. Honig ist großartig, aber sie brauchen reinen Honig. Und ich würde nicht zu Honig raten. Wenn sie gegen Krebs kämpfen oder ein Hefepilzproblem haben oder wenn sie versuchen, Gewicht zu verlieren oder wenn sie Diabetiker sind. Diabetiker müssen mit Süßungsmitteln sehr vorsichtig sein, bis ihre Bauchspeicheldrüse besser arbeitet. Einer der Gründe für einen hohen Histaminspiegel ist ein hoher Eosinophilen-Spiegel aufgrund einer Allergie. Barbara, können Sie Ihre Eosinophilen senken? Wie können Sie Ihre Eosinophilen senken? Sie können Ihre Eosinophilen senken, indem Sie keine allergenen Lebensmittel essen. Ihre Eosinophilen steigen also als Reaktion auf Allergien-Lebensmittel an. Eis ist der beste Entzündungshemmer, den es gibt. Und wenn Sie Eis gegen Entzündungen verwenden, legen Sie es auf und nehmen es wieder ab. Man kann es 10 Sekunden lang auflegen und wieder 10 Sekunden lang abnehmen, und so weiter und so fort, ein paar Mal. Und manchmal, vor allem bei einer schweren Verstauchung des Knöchels, wäre es gut, ihn zu kühlen. Meine Tochter hat sich den Knöchel schwer verstaucht, als sie etwa elf Jahre alt war. Und sie hat kein Eis vertragen. Also habe ich eine Minute Wärme und eine Minute Kälte angewendet, eine Minute Wärme und eine Minute Kälte, und sie konnte das vertragen. Denken Sie also daran, dass Sie mit Menschen arbeiten. Manchmal werde ich gefragt, ob man nicht die Wärme misst, ob man nicht ein Thermometer benutzt, um die richtige Wärme zu messen. Nun, ich stelle fest, dass es viele verschiedene Fälle gibt, in denen verschiedene Menschen unterschiedlich viel Hitze vertragen. Die Hand verträgt also mehr Hitze als die Hüfte. Sie sollten immer mit geringer Hitze beginnen. Und wenn die Person sagt, es könnte heißer sein, dann kann man es auch heißer machen. Am besten ist es, dort anzufangen, wo der Körper sich wohl fühlt. Und nach dem Eis können Sie ein wenig mehr Hitze vertragen. Und Eis ist das beste Mittel gegen Juckreiz. Als ich vor ein paar Jahren in Alabama war, bin ich durch den Wald gelaufen, in dem ich wohnte. Ich bin durch den Wald zum Gesundheitszentrum gelaufen. Und nach ein paar Tagen hatte ich etwa sechs Juckreizstellen an meinem Bein, eine hier und eine dort. Ich fragte, was ist hier passiert? Und sie sagten, oh, das sind Stechmücken. Ich sagte, nun, ich habe Stechmücken. Und ich hatte noch nie etwas von Chigan gehört. Offenbar sind es kleine Milben, die sich auf der Haut festsetzen und einen Juckreiz verursachen. Und mir wurde gesagt, dass es mich drei Wochen lang jucken würde. Also beschloss ich, mich nicht zu kratzen. Wenn man an einem Juckreiz kratzt, verschlimmert man ihn sofort. Denn wenn man kratzt, Beschädigt man nicht nur die Haut ein wenig, sondern es gelangt auch mehr Blut in den Bereich. Und wenn mehr Blut in der Stelle ist, entsteht mehr Wärme und mehr Hitze im Juckreiz, was den Juckreiz verschlimmert. Was kann man also tun? Man kühlt es. Das habe ich getan, und ich musste das nur dreimal am Tag machen, und manchmal brauchte ich dafür zehn Minuten. Ich habe es gekühlt und es tat weh. Ich habe es gekühlt und es tat weh. Wenn dieser intensive Schmerz kommt, nimmst du ihn einfach weg. Und dann geht man wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück. Es sollte etwa zehn Minuten dauern, es zu vereisen. Ich legte es an und nahm es ab, legte es an und nahm es ab. Und so ging ich die fünf Stiche immer wieder durch. Und wenn ich sie dann eingefroren hatte, gab es kein Jucken mehr, überhaupt kein Jucken. Und das war oft vier oder fünf Stunden lang so. Und bei meinem Morgenspaziergang, wo wir sie juckten, weil das Laufen das Blut erhöht. Wenn sich das Blut vermehrt, steigt auch die Hitze. Und das juckte mich sehr. Also bin ich nach Hause gelaufen und habe mir Eis geholt, sie eingefroren, 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 eingefroren. Nicht ein einziges Mal habe ich sie gekratzt. Und kurz bevor ich abends ins Bett ging, fror ich sie noch einmal ein. Und das dauerte die ganze Nacht. In fünf Tagen waren sie völlig verschwunden, und niemand dort konnte es glauben. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Denn ich habe mich nie gekratzt. Wenn also jemand ein Ekzem hat, kann es acht Wochen dauern, bis es verschwindet. Was kann man also in der Zwischenzeit tun? Eis auftragen. Das Eis wird den Juckreiz nicht für immer stoppen, aber es kann ihn für einige Stunden stoppen. Mehrere Stunden. Das ist einer der Vorzüge von Eis, denn Eis hält das Blut fern. Wir sind warmblütige Lebewesen. Blut will nicht dorthin, wo es Eis gibt. Also muss man die Stelle einfrieren. Und Eis kann die Stelle betäuben. Wenn du also auch Schmerzen hast, kannst du die Stelle einfrieren. Aber denken Sie daran, es aufzutragen und wieder abzunehmen, aufzutragen und wieder abzunehmen. Das solltest du tun, weil... Ihre Reaktion auf etwa 10 Sekunden Eis ist starker Schmerz. Und was sagt Ihr Körper jetzt? Du gönnst ihm eine Pause und machst es wieder, legst es an und ziehst es aus. Ein einfacher Weg, dies zu tun, ist, einige Eiswürfel in einen Zip-Lock-Beutel zu geben. Dann hast du nicht überall Wasser. Oder du kannst einfach einen Eisblock in einem kleinen Handtuch oder Tuch verwenden. Und was ich im Umgang mit Menschen mit Herpes festgestellt habe, und viele Menschen haben Herpes, ist, dass der Herpesvirus, wenn er einmal in einem steckt, für immer dort bleibt. Aber man kann es in den Griff bekommen. Ich habe also gesehen, wie Menschen mit Herpes die Gesundheitsgesetze so umgesetzt haben, dass sie statt eines monatlichen Herpesausbruchs nun alle sechs Monate einen haben. Und das geschieht in der Regel an den empfindlichsten Stellen des Körpers wie den Lippen. Die Lippen sind ein empfindlicher Teil des Körpers. Ich hatte noch nie ein Lippenbläschen, aber mein Mann schon. Und wenn es ausbricht, ist es noch schmerzhafter. Wenn es ausbricht, entstehen kleine Bläschen. Die Bläschen brechen auf und dann ist der Schmerz sehr stark. Wenn die betreffende Person Eis auflegt, sobald sie das geringste Unbehagen verspürt, kann das verhindern, dass es sich entwickelt. Barbara, Eis im Mund? Ja, ich sagte, in den Mund. Finden Sie es nicht phänomenal, dass Eis die Entstehung von Herpes verhindern kann? Und eine Frau, mit der ich arbeite, hat Herpes im Intimbereich. Wie unangenehm ist das? Die erste Frau ihres Mannes war untreu und hat es an ihn weitergegeben. Und als sie ihn dann heiratete, bekam sie es auch. Und sie war verärgert, weil sie bei der Heirat noch Jungfrau war. Sie sagte, ich habe nichts falsch gemacht. Ich sagte, das hat dein Mann auch nicht. Es war seine betrügerische Frau. So etwas passiert leider, aber du kannst damit umgehen. Ich sagte, sei nicht traurig. Wir sind noch nicht im Himmel. So etwas kommt vor. Und oh, wie peinlich ihr das war. Sie wollte es mir fast nicht sagen. Denn wenn jemand sagt, er habe Herpes gehabt, kommt sofort die Frage, was hast du denn gemacht? Wir müssen also sehr vorsichtig sein, niemals zu urteilen. Denken Sie daran, dass Jesus das nie war. Sein wichtigstes Merkmal ist Barmherzigkeit. Ich sagte also zu dieser Frau, versuchen Sie es mit Eis. Also nahm sie etwas Eis und legte es jedes Mal auf, wenn sie auf die Toilette ging. Und sie ging alle anderthalb bis zwei Stunden, weil sie genug Wasser trank. Alle zwei oder drei Stunden legte sie Eis auf die betroffene Stelle. Und sie sagte, es sei erstaunlich, welche Erleichterung ihr das verschaffte. Wenn es anfing zu schmerzen, hörte sie auf und legte das Eis wieder auf. Sie sagte, es habe sich nicht weiterentwickelt. Es wird also Zeiten geben, in denen Sie mit Menschen mit Herpes zu tun haben. Erinnern Sie sich an das Eis? Es ist fast das vergessene Heilmittel. Dabei ist es so einfach. Jeder Haushalt sollte Eis in seinem Gefrierschrank haben. Wir wissen, wenn sich das Kind den Kopf stößt, legen wir einen Eisbeutel darauf. Und doch kann Eis sehr, sehr effektiv bei Entzündungen oder Juckreiz und bei etwas wie Gürtelrose eingesetzt werden. Eine Frau sagte mir, dass es normalerweise zehn Tage dauert. Wenn die Gürtelrose zum ersten Mal auftritt und man ein unglaublich schmerzhaftes Gefühl hat, legt man Eis auf. Und wenn dann die kleinen Bläschen aufbrechen, was unglaublich, unglaublich schmerzhaft ist, legt man Eis auf, einfach Eis auflegen. Sie sagte, dass es normalerweise zehn Tage dauert, aber das war dank des Eises in nur fünf Tagen verschwunden. Barbara, woher wissen Sie, wann Sie einfach nur Kälte anwenden sollten, anstatt den Kontrast zwischen heiß und kalt? Erinnern Sie sich an die Geschichte meiner Tochter, die im Alter von etwa elf Jahren gestürzt war. Sie hat sich das Knie verdreht, sie hatte eine Verstauchung vom Knie abwärts. Ich hätte ihr gerne Eis gegeben, aber sie konnte es nicht ertragen. Also habe ich heiße und kalte Kontraste gemacht, und das hat sie vertragen. Das ist also die Antwort, die sie im Allgemeinen gibt und wenn sich jemand den knöchel verstaucht hat und man wärme-kälte-kontraste anwendet und feststellt, dass er immer noch geschwollen ist, sollte man mehr kälte und weniger wärme verwenden. barbara, sie haben nicht gesagt, dass bei einer entzündung von allen behandlungen die wärme-kälte-kombination am besten ist. Also haben wir weitergemacht und ihr Pausen gegeben. Es ist gut, es an sich selbst auszuprobieren, dass man den tiefen Schmerz spürt und ihn wegnehmen kann. Und wenn man dort eine Verletzung hat, spürt man noch mehr Schmerz, aber schließlich lindert es ihn. Es gibt keine Schmerzen mehr. Es tut nicht weh, weil es den ganzen Bereich betäubt. Aber man muss sich immer wieder abwechseln. Man muss mit der Reaktion des Körpers arbeiten. Normalerweise ist Eis bei schweren Entzündungen am besten, aber nicht jeder verträgt Eis. Barbara, was den Kontrast zwischen heiß und kalt angeht, kann es sich sehr negativ auswirken, wenn man das länger als 3 Minuten und länger als 30 Sekunden macht? Nun, das hängt davon ab, ob man die Stelle drücken muss. Und wenn sich eine starke Entzündung gebildet hat, muss man den Bereich unterdrücken, weil man keine weitere Entzündung will. Wie gesagt, die Reaktion des Körpers wird sie leiten. Das sagt ihnen alles. Barbara, für welche Menschen könnte es schädlich sein, Heiß-Kalt-Kontraste zu machen? Gilt das für alle Menschen und alle Erkrankungen? Das ist eine gute Frage. Ich habe festgestellt, dass man bei sehr jungen und sehr alten Menschen vorsichtig sein muss. Aber besonders vorsichtig muss man bei Menschen sein, die keine Sensibilität in ihren Füßen haben. Das können Diabetiker sein, Menschen mit peripherer Neuropathie, die eine Nebenwirkung der Chemotherapie ist, und Menschen mit sehr kalten Füßen. Legen Sie niemals kalte Füße in einen Eimer mit heißem Wasser. Und wie wärmt man die Füße? Man stellt kalte Füße in warmes Wasser. Und vielleicht kann man das Wasser noch ein wenig wärmer machen. Auch das Massieren der Füße kann die Durchblutung in diesem Bereich fördern. Barbara, sollte man bei Herzproblemen vorsichtig sein? Solche Fälle sind mir nicht bekannt. Die Vorsicht bezieht sich eher auf den Kreislauf. Wenn jemand kein Gefühl in den Füßen hat und man seine kalten Füße in heißes Wasser legt, wenn jemand kalte Füße hat und man sie in heißes Wasser legt, kann man das Gewebe beschädigen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn wir über Umschläge sprechen, sehen wir uns eine Kain-Nepp-Pfeffer-Kompresse für die Fußsohlen an. Wenn Sie also mit Hitze und Kälte nicht zurechtkommen, können Sie eine Kain-Nepp-Pfeffer-Kompresse auflegen, und das ist sehr sicher. Sie werden dadurch nicht geschädigt. Wenn ich ein heißes Fußbad mache, nehme ich den Fuß der Person in meine Hand. Meine Hand geht also zuerst in das heiße Wasser, und ich fühle das Wasser. Damit ich einen Eindruck von der Temperatur bekomme, und dann sehe ich mir das Gesicht der Person an. Und wenn sie versuchen, ihn auszuziehen, oh, dann ziehe ihn sofort aus. Denn nicht jeder kann es aushalten. Aber wenn die Füße kalt sind, legt man sie natürlich nicht da hinein. Du stellst sie in warmes Wasser. Und du kannst ihre Füße massieren. Ich habe schon kalte Füße massiert, und nach 20 Minuten Massage waren sie warm. Denn wenn man massiert, wird das Blut in den Bereich geholt. Weißt du noch, was Blut ist? Blut ist das Leben, Blut ist der Heiler. Perfekte Gesundheit erfordert eine perfekte Durchblutung. Wenn ein Mensch kalte Füße hat, ist er nicht perfekt durchblutet. Perfekte Zirkulation bedeutet, dass mein ganzer Körper die gleiche Temperatur hat. Und ich stelle fest, dass es viele Frauen gibt. Bei kaltem Wetter tragen sie kleine Sandalen. Sie haben kalte Füße. Eine Frau erzählte mir, dass sie schon seit Jahren kalte Füße hatte. Und ihre Zehen waren jetzt taub. Das Blut ernährt die Nerven. Wenn das Blut nicht nach unten fließt, wenn man kalte Füße hat, fließt das Blut nicht zu den Füßen. Also sterben die Nerven ab. Wissen Sie, was dann kommt? Gangren. Die Zehen beginnen abzusterben. Denn Blut ist das Leben des Fleisches. Wir werden diesen Bereich mit Blut versorgen. Deshalb ist Bewegung so wichtig. Sie bringt das Blut in die Extremitäten. Barbara, es ist hier in Schweden wieder in Mode gekommen, dass junge Mädchen Bauchschmerzen haben. Ja. Ich glaube, wir werden viele Nierenprobleme haben, denn hier in der Gegend sind die Nieren. Sie werden kalt und kalt. Junge Mädchen wären entsetzt, wenn sie wüssten, dass der Körper, wenn die Nieren kalt werden, weil er das Blut dorthin bringen muss, um es zu reinigen, zusätzliches Fett um die Nieren herum entwickelt, um sie vor der Kälte zu schützen. Und Mädchen wollen kein Fett, eine dicke Taille. Sie wollen eine schlanke Taille. Nun, wenn man eine schlanke Taille haben will, muss man sie sehr warm halten. Denn die Nieren müssen warm sein. Es gibt da etwas, das ich neulich nicht beantwortet habe. Ich habe es heute Morgen nicht erwähnt und ich habe es nicht weiterverfolgt. Spaß. Erinnerst du dich, dass ich Spaß an die Tafel geschrieben habe? Erinnerst du dich, wie sich Steve zu Hilti Harry sagte? Du hast dem Leben den ganzen Spaß genommen? Nun, in seinem Buch hat Colin Campbell nach all seinen Forschungen auf Milchprodukte und Fleisch verzichtet. Er war auf einem Milchviehbetrieb aufgewachsen. Er begann, sich pflanzlich zu ernähren. Er sagte. Meine Freunde sagten, ich hätte den ganzen Spaß aus dem Leben genommen. Ich verzichtete auf Kaffee, auf alle Aufputschmittel und auf Alkohol. Jetzt bin ich 70 Jahre alt und verbringe eine tolle Zeit mit meinen Enkeln. Ich steige mit ihnen auf Berge. Die Hälfte meiner Freunde ist tot. Die andere Hälfte humpelt mit Gehstöcken herum und rasselt beim Gehen. Wissen Sie, was dieses Klappern ist? Die ganzen Medikamente, die Sie einnehmen. Und er sagte, und ich habe Spaß. Wir haben vergessen, was Spaß ist. Spaß bedeutet, sich gut zu fühlen und das Leben jede Minute des Tages zu genießen. Ist es nicht das, was Gott in 3. Johannes 1 zu 2 für uns wollte? Geliebte, ich will, dass es euch in allen Dingen gut geht und ihr gesund seid, so wie es eurer Seele gut geht. Das ist der Plan Gottes für uns. Mein Ziel heute Nachmittag war es also, Ihnen einige einfache grundlegende Verfahren der Hydrotherapie zu vermitteln, die Sie anwenden können. Aber es gibt noch eine weitere Methode, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und ich denke, wir haben noch Zeit für eine weitere, und zwar den Wickel mit nassen Tüchern. Bei diesem Verfahren wird ein Körper in ein nasses Laken eingewickelt. Man nimmt also einen Tisch, vielleicht so einen Tisch. Man legt eine gefaltete Decke darunter. Dann legt man einen Duschvorhang oder etwas Ähnliches darunter. Und dann eine Wolldecke. Und dann bringen sie ein nasses Laken aus und legen es darauf. Und dann legt man die Person darauf. Und wenn du die Person darauf legst, sind ihre Beine gespreizt und ihre Arme in der Luft. Eine Seite des Lakens, sagen wir mal die rechte Seite, kommt unter den Arm und zwischen die Beine. Sie lassen die Arme schnell herunter, denn das ist sehr unangenehm für die Person. Die linke Seite kommt dann über die Arme und über die Beine. Dann legst du die Decke schnell um sie herum. Sobald die Decke um sie gewickelt ist, beginnt ihr Körper, das nasse Laken zu erwärmen. Stellen Sie sich vor, wir würden Sie bitten, sich jetzt auf ein kaltes, nasses Laken zu legen, nur in Ihrer Unterwäsche. Warum in aller Welt würden Sie so etwas tun? Es gibt drei Gründe. Warum eine Behandlung mit einem nassen Laken durchgeführt werden sollte? Der wichtigste Grund ist Fieber. Erinnern Sie sich, dass ich gesagt habe, das Wasser das Feuer löscht? Das ist das wirksamste Mittel, um Fieber zu senken. Ein Problem bei Fieber wäre, wenn der Körper die Hitze nicht schnell genug loswerden kann. Wenn Sie also den Körper in ein kaltes, nasses Laken einwickeln, denken Sie daran, dass das Unbehagen nur sehr kurz sein wird. Deshalb sollte man es schnell tun, denn sobald die Wolldecke das masse Laken umschließt, beginnt die Temperatur zu steigen. Und manchmal kann man die Hand darauf legen und innerhalb von zehn Minuten ist das Laken warm. Woher kommt die Wärme? Aus dem Körper. Sie haben die Wärme aus dem Körper gezogen. Und manchmal reicht es aus, 20 Minuten lang in einem feuchten Tuch zu liegen, um die Temperatur ein wenig zu senken. Die Person fühlt sich dann ein wenig wohler. Das ist der effektivste Weg, um das Fieber zu senken. Barbara, ich habe gehört, dass man das Fieber nicht so schnell senken sollte. Wussten Sie, dass der Körper versucht, das Fieber so weit wie möglich zu senken? Das wird schon seit Jahrhunderten angewandt und ich habe es schon so oft angewendet, weil es unglaublich effektiv ist. Und wenn der Körper noch Müll zu verbrennen hat, wird das Fieber zwar noch da sein, aber nicht mehr so hoch. Man will nicht wirklich das Fieber wegnehmen, sondern dafür sorgen, dass sich die Person wohler fühlt. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich ein paar Tage lang Covid bekam und Fieber hatte. Zu keinem Zeitpunkt war es notwendig, etwas gegen mein Fieber zu unternehmen. Denn es kam nie so weit, dass ich mich unglaublich unwohl fühlte. Und Sie wissen ja, wenn es jemandem wirklich unangenehm wird, fängt er an, sich zu winden. Es ist einfach zu heiß. Ich messe nie die Temperatur, ich lege nur meine Hand darauf. Und ich sage, das ist heiß, vielleicht wäre es besser, einen feuchten Wickel zu machen. Barbara. Ich glaube, jemand, der gesund lebt, spürt das Fieber nicht so stark wie jemand, der ungesund lebt. Ich glaube, sie spüren das Fieber viel stärker als wir. Aber ich habe auch festgestellt, dass es Menschen gibt, die zwar gesund leben, aber vor 20 Jahren noch nicht so gelebt haben. Und der Körper scheidet den Müll aus, wie er kann. Ich würde also nur dann einen feuchten Wickel machen, wenn sich die Person unglaublich unwohl fühlt. Eine andere Möglichkeit, das Fieber zu senken, ist ein warmes Bad zu nehmen. Nicht heiß, nicht kalt. Einfach nur ein warmes Bad. Und wenn die fiebernde Person aus dem Bad kommt, ist das Wasser, in das sie hineingegangen ist, wärmer als das, in das sie hineingegangen ist. Mit anderen Worten, das Wasser hat dem Körper die Wärme entzogen. Und das kann die Temperatur oft so weit senken, dass sich der Betroffene wohl fühlt. Aber das Einfachste, was man tun kann, um das Fieber ein wenig zu senken, ist, die Füße der Person in heißes Wasser zu legen. Wenn ein Mensch Fieber hat, sind seine Füße normalerweise kalt. Wenn man die Füße in heißes Wasser taucht, geht die Wärme zu den Füßen und nimmt ab. Und das kühlt den Kopf. Das ist eine ganz einfache Sache. Barbara, ein kaltes Bad wäre also zu drastisch, richtig, und Sie würden es hassen weil es ein zu großer Schock für das System ist. Es ist besser, ein warmes Bad zu nehmen. Barbara, was ist mit den nassen Tüchern, die man einwickelt? Nun, das ist die effektivste Methode. Wie Sie sich vorstellen können, ist es viel mehr Arbeit, aber es ist effektiv. Sie würden also feuchte Tücher verwenden, um das Fieber zu senken. Schüler, würden Sie nasse Tücher verwenden, um Fieber zu erzeugen? Warum sollten sie Fieber erzeugen? Man würde Fieber erzeugen, um eine Erkältung zu beschleunigen. Wenn man also Fieber hat, wickelt man ein nasses Laken ein und legt eine Wärmflasche auf die Füße des Kindes. Und statt einer Decke kann man auch drei Decken auflegen. Und wenn das zu schwer ist, kann man zwei Decken und eine Steppdecke darüber legen. Und schon hat man Fieber denn wenn der körper 40 Grad erreicht steigt die durchblutung um 400%. Der stoffwechsel erhöht sich um 400%. Das knochenmark kann mehr blut produzieren, mehr weiße blutkörperchen. Deshalb wird fieber schon seit jahrhunderten eingesetzt. Es gibt sogar eine form der krebsbehandlung, bei der jeden tag fieberbäder gemacht werden, um diese wärme zu erzeugen. Was ist der dritte Grund, warum man ein feuchtes Tuch wickeln sollte? Zur Entspannung. Wenn jemand sehr gestresst ist, wickeln sie ihn in ein feuchtes Tuch. Die feuchte Wärme entspannt die Person, denn normalerweise heizt sich das Laken sehr schnell auf. Deshalb muss man bei Fieber oder zur Entspannung darauf achten, dass ein warmer Körper eingewickelt wird, sonst funktioniert es nicht so gut. Und oft schläft die Person in dem feuchten Tuch ein, weil die feuchte Wärme sehr beruhigend auf die Muskeln wirkt. Man kann sie auch zum Ausleiten von Giften verwenden. Die Absicht ist hier die gleiche, man will Fieber erzeugen. Denn wenn man Fieber erzeugt, beginnt die Person zu schwitzen. Man könnte also Fieber erzeugen, um den Verlauf einer Erkältung zu beschleunigen, oder man könnte Fieber erzeugen, um Gifte zu ziehen. Es ist wichtig, dass die Person gut hydriert ist denn sie verliert viel Feuchtigkeit über ihre Haut. Barbara, wenn man Fieber erzeugen will, muss das Laken dann warm sein? Nun, selbst wenn man es in heißem Wasser macht, ist das Laken, wenn die Person darauf liegt, kalt, weil es von der Luft berührt wird. Barbara, eine Wärmflasche an den Füßen ist also der Schlüssel. Ja, das ist es. Und wenn sie ein wenig frieren, sollten sie eine heiße Dusche nehmen, um sich aufzuwärmen, bevor sie in das nasse Laken gewickelt werden. Barbara, ein kaltes Laken wird also auch verwendet, um Fieber zu erzeugen? Ja. Das Laken ist in jedem Fall kalt. Anders kann man es nicht machen. Wenn man es auswringt und auf das Bett legt, ist es, auch wenn es heiß war, jetzt kalt, weil die Luft es abkühlt. Barbara, wann duscht man am besten heiß? Nun, wenn man eine dünne Person hat, die friert, dann würde man sie heiß duschen, weil man möchte, dass der Körper in dem kalten Laken warm wird. Barbara, was ist, wenn sie Fieber hat, dann muss man sie nicht aufwärmen, weil sie schon sehr, sehr warm ist. Aber wenn Sie fieber bekommen, denken Sie daran, die Wärmflasche auf die Unterseite der Füße zu legen, das wärmt Sie auf. Es ist also die Körperwärme, die die Wärme im nassen Leintuchwickel erzeugt. Auch das ist eine sehr alte Behandlung, die seit Jahrhunderten angewendet wird. Diese einfachen Wasserbehandlungen wurden also immer und immer wieder angewendet. Ja, Barbara, spricht die Bibel in einem der Verse von Wassertherapie, Hydrotherapie? Nun, ich habe nicht gesehen, dass sie speziell über Wassertherapien spricht. Außer im Fall von Naman, der sich siebenmal in Wasser tauchen musste, um geheilt zu werden. Barbara, was ist mit Nebukadnezar? Nebukadnezar? Ja, Barbara, er wurde am Boden liegen gelassen. Ah, ja. Da ist nasser Tau auf dem Boden. Gibt es noch Fragen, bevor wir fertig sind? Barbara, um auf die Gürtelrose zurückzukommen, gibt es keine Möglichkeit, sie zu heilen? Ist es das, das Einzige, was sie kontrollieren kann? Nun, man kann sie kontrollieren, sie wird immer im Körper sein, aber wenn man die acht Gesetze der Gesundheit befolgt und gut lebt, werden die Ausbrüche weniger. Ich habe erlebt, wie Menschen, die monatliche Ausbrüche hatten, von Ausbrüchen alle sechs Monate zu Ausbrüchen nur einmal im Jahr übergingen. Und wenn man sie behandelt und vereist, erholen sie sich sehr schnell. Barbara, hat das etwas mit der Aktivität des Immunsystems zu tun? Man sagt ja, dass das Immunsystem nachlässt, wenn man gestresst oder besorgt ist oder wenn es einen anderen äußeren Faktor gibt. Nun, ja, das kann es sicherlich ein wenig auslösen. Und genau das werden Sie feststellen, wenn Sie die Ursache herausfinden. Wenn man die Krankengeschichte des Patienten durchgeht, sieht man, was passiert ist. Manchmal kann es ein Todesfall in der Familie sein, dann der Verlust des Arbeitsplatzes und dann, ich weiß nicht, es gibt viele Faktoren, die ins Spiel kommen können. Das ist bei jedem Menschen anders. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder anders behandelt wird. Man kann zehn Menschen mit der gleichen Krankheit haben, aber in jedem Fall können unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Barbara, wir haben vorhin über das Immunsystem und die weißen Blutkörperchen gesprochen, aber was ist mit den Zytokinstürmen? die jetzt im Zusammenhang mit dieser Covid-Sache ziemlich oft erwähnt wurden? Was sind sie im Vergleich zu dem, worüber wir bisher gesprochen haben? Nun, Zytokinstürme sind eigentlich eine Entzündungsreaktion. Und es gibt einen Grund für jede Entzündungsreaktion. Und so wurde auch festgestellt, dass die einzigen Menschen, die an Covid sterben, Menschen mit einer Vorerkrankung sind. Und eine Frau sagte zu mir, aber meine Mutter ist erst 50 Jahre alt, sie ist sehr gut und sie war im Krankenhaus, sie mussten ihr Sauerstoff geben. Ich fragte, erzählen Sie mir etwas über Ihre Mutter, was ist in dem Haus, in dem sie lebt, sie sagte, oh, es ist ein schimmeliges Haus. Sehen Sie, dass es da noch einen anderen Faktor gibt? Und denken Sie daran, was die Krankheit ist. Das Coronavirus ist das Bestreben der Natur, das System von Zuständen zu befreien die durch einen Verstoß gegen die Gesetze der Gesundheit entstanden sind. Gegen welches Gesetz hat diese Frau also verstoßen, und zwar vielleicht aus Unwissenheit. Sie hat verschimmelte Luft eingeatmet. Und wie ich schon sagte, denke ich, dass es in der ersten Nacht manchmal ein schlechter Zahn sein kann, der Gift in den Körper entweichen lässt. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die ins Spiel kommen können, man muss also tiefer graben. Die Bibel sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Achten Sie also darauf, was er sagt. Ich schreibe oft genau auf, was er sagt, denn seine Worte können in bestimmten Bereichen Hinweise geben. Und Sie haben auch den Heiligen Geist, der Ihnen Weisheit und Anleitung geben kann, welchen Bereich Sie erforschen sollten. Barbara. Gesunde Ernährung kann in unseren Begriffen vegan sein, aber in den Begriffen anderer Leute kann es Fleisch sein. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber ich muss sagen, dass das gesündeste Paar, das an unserem Retreat teilgenommen hat, Biomilchbauern waren. Alles Fleisch, das sie aßen, und das war nicht viel, war biologisch. Wenn sie Milchprodukte aßen, und das war nicht viel, waren sie biologisch. Alle ihre Lebensmittel waren biologisch, sie haben jeden Tag Sport getrieben. Ich konnte an diesem Paar nichts auszusetzen finden. Und Dr. Colin Campbell sagte in seinem Buch, dass 20% tierisches Eiweiß in unserer Ernährung wirklich Krankheiten auslöst. Aber 5% tierisches Eiweiß tun das nicht. 5% tierisches Eiweiß sind es nicht. 5 Prozent tierisches Eiweiß sind zu wenig. während ich dies sage befürworte ich auch eine pflanzliche Ernährung. aber ich möchte auch zeigen, dass ich einige sehr kranke Vegetarier getroffen habe und dieses Ehepaar war ein sehr gesundes Ehepaar weil das Fleisch, das sie aßen biologisch war und nicht viel davon. So haben sie es geschafft. Barbara, ich habe über Linda McCartney gelesen. Und sie hat alles gebraten, aber sie war Veganerin. Ja, ja, wir hatten mal eine Köchin, das war vor etwa elf Jahren. Sie war ziemlich übergewichtig. Alles, was sie aß, musste frittiert werden. Sie hat lange Zeit nicht mehr bei uns gearbeitet. Denn die Gäste fragten, warum ist sie so? Die Gäste wollen sehen, dass du das, was du lehrst, auch praktizierst. Nun stimmt es, dass manche Menschen einen kräftigeren Körperbau haben als andere. Es wird immer Unterschiede in der Größe geben. Aber diese Dame war sehr dick. Ich war einmal in einem Restaurant und die Leute sagten zu mir, es ist vegan, es ist vegan. Aber es war das schlimmste Essen, ich würde es nie essen. Denn es war veganer Käse, vegane Schlagsahne, veganer Pudding und es war so viel Zucker und Chemie drin. Ich bezeichne mich also nicht mehr als Veganer, nein, nicht mehr. Aber Pflanzen, wie Gott sie schuf. Barbara.

es ist nicht das coronavirus das einen zytokinsturm verursacht es können viele andere dinge sein wie bei dieser frau die in einem haus mit schimmelpilzbefall lebte das machte mich stutzig wie konnte eine so gesunde frau krank werden und dann habe ich herausgefunden warum es ist immer interessant nachzuforschen und die ursachen zu entdecken Barbara, ich habe Käse geliebt, wenn er innen blau gefärbt war. Ich habe gemerkt, dass das kein gutes Essen ist. Aber was stimmt nicht mit ihm? Nun, das Blau ist Schimmel. Schimmel ist ein Gift für den menschlichen Körper. Aber es stimmt auch, dass eine starke Salzsäure den Schimmel abtöten kann. In meinem Buch Self Healing bei Design habe ich ein Kapitel mit dem Titel The Secretary of the Stomach, Hydrochloric Acid. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass sie Teil unseres Immunsystems ist. Denn wenn etwas in unsere Nahrung kommt, das nicht gut ist, kann unsere Salzsäure es eliminieren. Aber wenn es nicht vollständig ausgeschieden wird und in den Blutkreislauf gelangt, kann es eine Reihe von Problemen verursachen. Mein Rat ist also, etwas anderes auszuprobieren. Ich weiß auch, dass sich Geschmäcker ändern. Meine Vorlieben haben sich geändert. Mit der Zeit ändern sich die Geschmäcker, man beginnt, die einfacheren Dinge zu genießen. Essen muss lecker sein, das ist wahr.